Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ameisenadix. Heute geht es um ein Unboxing einer neuen exotischen Art. Bleibt dran! Ja, genau. Dieses Paket habe ich jetzt von dem Giveaway auf dem Ameisen-Discord Ameisen an die Macht gewonnen. Und zwar gibt es da jemanden namens Moris und der hat da was verlost und da habe ich teilgenommen und dran gewonnen. Falls ihr dem Ameisen-Discord joinen könnt, wollt, Link in der Beschreibung. Und genau, und er hat, eigentlich wollte er mir die Camponotus Vitatus geben, aber die hatte dann das Store, von dem er bestellen wollte, nicht mehr. Dann habe ich mir eine neue ausgesucht und ihr werdet sehen, welche das jetzt ist. Ich würde sagen, ohne viel weiteres Gelaber, packen wir es aus. So, hier Ameisen, Mayans. So, hier ist es jetzt, und das ist irgendwie ziemlich schwer und nass. Ich weiß nicht. Und hier spüre ich jetzt ein Heatpack. Ist auch noch warm. Ich weiß, man sollte es nicht so aufrollen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Hier ist dann wahrscheinlich auch die Kolonie. Und hier das Heatpack. Woher jetzt die Nässe kommt, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwas vom Heatpack oder so. Anno Plolepis Gracilipis. Hier eine Kolonie. Und ich glaube, dass die von der Lagerkolonie ist oder selbst gefangen. Also halt auf jeden Fall selbst gefangen. Und da sehe ich jetzt auch die Worker. Ich mache dann gleich eine Nahaufnahme rein. Brut sehe ich auch. Da stand 50 bis 150 Arbeiter drin. Ich kann jetzt nicht abschätzen, wie viele hier sind, weil ich es nicht sehe. Oh ja, man sieht hier unten die Puppen. Oder einfach nur Brut. Ich versuche jetzt eigentlich gerade die Queen zu finden, denn die soll sehr, sehr schön sein. Und natürlich ist es auch wichtig, dass die Königin lebt. Auf jeden Fall habe ich da irgendwelche Wanzen. Ich sehe jetzt irgendwelche Wanzen. Sich jetzt nicht in der Kamera. Da, irgend so eine Wanze. Die Queen ist wahrscheinlich hier. Irgendwo drin. Aber ich sehe sie jetzt gerade nicht. Genau, Anoplolepis gracilipis. Eine sehr schöne Art. Also vor allem die Königin, die sind so gelblich gefärbt. Ungefähr ist es Nigergröße, wenn nicht etwas größer. Deswegen sehr schnell vermehrt. Ich betreibe später auch Inzucht. Und genau. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Lass ein Abo, Like da. Ciao.